Damen und Herren, hier kommt unser neuer Trainer.
Hier in Amsterdam, willkommen in der Johan Cruyff Arena aus diesem so großartigen Stadion. Mein Name ist Wolf Fuß, ich werde das Ganze mit dem Kollegen Frank Buschmann kommentieren und wir übertragen Ihnen eine Partie am ersten Spieltag dieses Vorbereitungsturniers und zwar vom European International Cup. Dürfte ein super Spiel werden, Buschi. Erstes Gruppenspiel also in diesem Vorbereitungsturnier. Jetzt können wir schon mal erleben, wo die Teams stehen. Ist schon mal ein kleiner Vorgeschmack auf die neue Saison und das macht die Partie so reizvoll. Er spielt den Ball raus. Da ist die Chance. Ganz stark abgeblockt. Stark verteidigt. Druck ist im Moment enorm hoch. Da verlieren sie den Ball. Die Football Friends mit einem Angriff. Holt sich den Ball. Ah, guter Steilpass hier. Da ist die Flanke. Abwehrversuch scheitert, Szene geht weiter. Sie können es machen. Frühes Tor, immer wichtig. So hatten sie sich das vorgestellt. Ein perfekter Start in diese Begegnung. Da ist das Tor nochmal und es ist nicht zu übersehen, da sind sie viel zu passiv. Wir müssen irgendwie doch den Ball da aus dem 16er kriegen. Unglaublich. Führung für die Football Friends. Weiter geht's in diesem Spiel. Ich finde, man sollte nicht zu früh zu viel von ihm erwarten. Das wird ein bisschen dauern. Oh, warte, was für eine Chance. Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen. Wir schauen noch mal kurz auf die Wiederholung. Zunächst der gefährliche Steilpass. Und dann gibt es da nichts mehr zu halten. Ein unglaublich wuchtiger Ball, ein Hammer. Drin ist er. Da zieht er ab. Da ist das Tor. Aber ein bisschen Glück war mit dabei. Genauer ging der Abschluss da nicht. Von der Latte geht das Ding rein, aber war knapp. Er hält ihn. Ist es denn zu fassen? Der Ball kommt rein. Der wäre gut gekommen, aber super gehalten. Die Football Friends mit einem Angriff. Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Der Trainer zwei neue Spieler ein. Die Football Friends greifen an. Jetzt könnte er die Flanke in den Strafraum bringen. Das ist das Tor. Mit dem Kopf hat er es gemacht. Ja, sie können erst mal klären. Klasse Pass. Klasse Chance jetzt. Das war knapp.
Regulär ist noch eine Viertelstunde zu spielen. Ja, könnte gefährlich werden jetzt. Da haben sie gut aufgepasst. An dem Ball waren sie noch dran. Ecke. Guter Volley-Schuss. Was für eine Aktion. So gerade eben noch verhindern sie das Tor. Was für eine Rettungstat. Jetzt können sie kontern. Jetzt ist er durch. Mit dem Konter sind sie hier erfolgreich. Und wenn du das Ding so perfekt spielst, dann kannst du eigentlich jede Abwehr der Welt aushebeln. Ein tolles Tor. Da kommt der Versuch. Was für eine Rettungstat, gehalten! Damit ist dieses heutige Spiel also zu Ende. Der Sieg geht hier an die Gastgeber. Tolle Leistung heute, das Ergebnis spricht Bände. Könnten wir uns gar nicht wünschen. Beste Bedingungen also hier in der Johann Cruyff Arena und damit herzlich willkommen zu diesem heutigen Spiel. Ich bin auch heute wieder Wolf Fuß und neben mir hat der Kollege Frank Buschmann Platz genommen. Und es geht heute um ein Spiel am zweiten Spieltag bei diesem Vorbereitungsturnier. Könnte ein klasse Spiel werden. Spiel Nummer zwei also in diesem Vorbereitungsturnier. Die Frage ist ja immer, wie geht man so ein Turnier an? Nimmt man das wirklich ernst? Geht ja immerhin um einen Titel, darf man nicht vergessen. Sie sind ein sehr ehrgeiziges, ein sehr ambitioniertes Team. Und da gleich mal mit einem Titel in die neue Saison einzusteigen, das wäre doch was. Das Pressing der Gastgeber, Buschi, werden wir das heute auch sehen? Wolf, ich glaube, es gibt gar keine andere Möglichkeit. Das können Sie am besten, das machen Sie diszipliniert. Da hat der Trainer herausragende Arbeit geleistet. Ecke in die Mitte. Tor! Sie wollten hier von Anfang an tonangebend sein und das ist Ihnen auch gelungen. Gut. Der Ball kommt rein. Der Keeper schnappt sich den Ball. Ganz sichere Aktion. Schöner Pass. Er ist frei. Alles wieder ausgeglichen. Ja, jetzt bin ich gespannt, wie sie reagieren. Hatten ja eigentlich bisher alles gut im Griff. Gefährlich! Sauber. Das könnte die Führung geben. Er hat den Ball gehalten, aber Szene geht weiter. Den hält er. Sie versuchen es. So wird das nichts mit dem Tor. Der Torhüter ist da. Jetzt ist es gefährlich. Kann er was draus machen? Jetzt lassen sie den Ball laufen. Aber sie finden die Lücke einfach nicht und dann ist der Ball weg. Jetzt können sie kontern. Er ist frei, da kann was draus werden. Der Ball kommt. Fünf Worte. Was für ein... Bleibt Sieger in diesem Zweikampf. Wahnsinn! Das ist der Ausgleich in dieser Partie. Wir schauen noch mal auf die Wiederholung. Da setzt er sich durch. Und dann wählt er das kurze Eck. Richtige Entscheidung. Er kann den Keeper überlisten. Da kann man nur den Hut ziehen. Das Spiel ist aus. Das war's. An diesem Unentschieden ändert sich hier also nichts mehr. Dieses Remis ist aus meiner Sicht ein Ergebnis, das den Spielverlauf widerspiegelt. Beide auf Augenhöhe.
Das Wetter könnten wir uns gar nicht wünschen. Beste Bedingungen also hier in der Johann Cruyff Arena und damit herzlich willkommen zu diesem heutigen Spiel. Mein Name ist Wolf Fuß und ich werde Sie zusammen mit Frank Buschmann durch dieses Spiel begleiten. Und wir zeigen Ihnen heute eine Partie am dritten und letzten Vorrundenspieltag bei diesem Vorbereitungsturnier. Es könnte ein klasse Spiel werden, Buschi. Drittes Spiel in diesem Vorbereitungsturnier. Bisher kann sich das hier alles sehen lassen. Es ist ein begeisterndes Turnier. Das sehen wir ja auch an den Fans. Die nehmen das gut an, freuen sich, dass sie diese Akteure hier live erleben dürfen. Es ist natürlich etwas, das gab es früher in dieser Form nicht allzu häufig. Diese Turniere. Die Chance jetzt. Der geht. Jetzt kann die Hereingabe kommen. Cordoba. Jetzt vielleicht. Was für eine Technik mit diesem Volley macht er da das Tor. Das ist natürlich eine überragende Szene. Jetzt ist es gefährlich. Sie leben noch. Das war der Anschlusstreffer. Geht noch was? Wenn er das so hingeht. Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger. Flanke jetzt. Das Tor. Volley genommen. Ganz starke Szene. Schönes Zuspiel. Kein Problem hier. Das Tor macht er ganz abgeklärt. Viel Vorwärtsdrang jetzt. Jetzt kann er den Ball reinbringen. Starke Aktion vom Torhüter. Möglicherweise rettet er damit das Unentschieden. Gut möglich. Lange zu spielen ist nicht mehr. Gleich wird hier ausgewechselt. Kurze Ecke jetzt. Vom Flügel zieht er jetzt nach innen. Ah, jetzt die Riesenchance. Führung. Unfassbar. Was ist das hier für eine Aufholjagd? Also das Spiel könnte in die Geschichte eingehen. Lange ist nicht mehr. Jetzt wollen sie den Ausgleich. So, gute Chance jetzt. Was können sie machen aus dieser Ecke? Der Trainer dürfte zufrieden sein. Sie liegen vorne. Mit dem Wechsel will er nun sicher auch für Absicherung sorgen. Ecke kommt in den 16er. Ball ist wieder weg nach dieser vielversprechenden Aktion. Könnte der Ausgleich werden. Oh, den musste sie eigentlich reinmachen. Ja, Wolf, aber nix ist. Sie laufen dem Rückstand weiter hinterher. Und das war's für heute in diesem Spiel.